Und an der Stelle freue ich mich, euch mal direkt zu begrüßen. Allerdings meistens, wenn ich euch direkt begrüße, hat es eine gute und meistens auch eine schlechte Nachricht zur Folge. Die gute Nachricht ist erst, wir stehen kurz davor, Stormblood abzuschließen. Es sind noch ungefähr 1, 2, 3 Folgen, glaube ich, maximal mit der hier. Aber die schlechte Nachricht ist, es gab bei der Aufnahme ein paar Lags. Und zwar größere. Das heißt, ich musste relativ viel aus dem Video rausschneiden. Weil einfach nur Standbild und manchmal sogar ohne Ton und irgendwas da stand. Und ich befürchte, das ist bei den nächsten Aufnahmen auch der Fall. Deshalb nicht wundern, wenn es manchmal so Jump Cuts gibt, die sehr stark sind. Das liegt einfach auch daran, dass irgendwo meine Festplatte nicht mehr mitgedreht ist und die Aufnahme nicht mehr richtig gestimmt hat. Ich hoffe, es hält sich in Grenzen. Ich kann es nur leider nicht versprechen. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Und jetzt gebe ich über ans Intro und dann an die eigentliche Folge. Viel Spaß. Und damit begrüße ich euch wieder zum anrückenden Finale von Stormblood. Rauban hat hier die Fin. Na, ich bin nicht ganz sicher, das ist glaube ich nicht die finale Quest. Denn sie heißt die Wölfe von Doma und ich glaube, die finale Quest heißt Sturmblut. Aber gucken wir mal, was Rauban für uns hat. Rauban ist bereit. Die Armee der Allianz ist ausgerückt. Bleibt nur noch, mein Stoßtrupp in Position zu bringen. Wir werden uns gleich zur Front aufmachen. Gut. Pippin ist an der Brücke in Stellung gegangen, die den Zugang zur Stadt bildet. Ah, wenn du mir das gleiche einen Gefallen tun könntest. Gib Pippin ein Paket von mir. Du brauchst nichts zu erklären. Er wird wissen, warum ich es ihm geschickt habe. Ist das ein Geburtstagsgeschenk? Dann, ihr hört den Schlachtenlärm schon im Hintergrund. Und wir werden über die Brücke. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Mann, wo geht's denn da hin? Ah, da hinten. Also es ist ein langer Weg, den wir laufen müssen. Das heißt, wir machen einen kleinen Cut, um Pippi nachher sein Geschenk zu geben. Oder sein Päckchen, was auch immer es ist. Wir werden sehen. Bis gleich. So, und hier sind die Truppen. Alfino, du bist aber schneller da als ich, oder? Der Zugang zum Haupttor scheint schon gesichert zu sein. Okay, Pippin, ich habe hier was für dich. Ah, Alfinot und Tara. Ihr habt ein Paket mitgebracht? Yep, Hammer. Ja. Da. Das ist Tizona. Das eine der beiden berühmten Schwerter Raubahns. Ja, das kann nicht sein Ernst sein. Er hat das Schwert seinem Erzfeind in einem legendären Kampf im Kolosseum abgenommen. Es birgt gewaltige feuermagische Macht. Will er etwa, dass ich den Arm ersetze, den er verloren hat? Eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Vater. Nun. Seid ihr bereit? Dann auf in den Kampf! Alarm von den örtlichen Burgmauern! Eine galerische Einheit hat einen Ausfall unternommen! Verflucht! Sie wollen die Ballista angreifen! Wie viele sind es? Das lässt sich nicht genau sagen. Nicht viele. Es waren Fera Domita. Auch das noch. Eine Elitetruppe, um uns einzuschüchtern. Also gut. Dann schicken wir die Blutgeschworenen entgegen. Pippin, warte noch. Die Fera Domita sind doch zwangsrekrutierte Soldaten eines Stammes von Wolfswesen, wenn ich mich nicht irre. Aus ihrer Heimat Zanzia verschleppt, während ihre Familie in der Gewalt der Galeer verblieben. So waren sie gezwungen, für ihre Feinde zu kämpfen. Zanzia liegt im Einflussbereich von Doma. Doma, das jetzt von den Galeeren befreit ist. Ich wette, dass man den Fera Domita die Rückeroberung wohlweislich verschwiegen hat. Wenn wir ihnen diese Botschaft überbringen, werden sie bestimmt nicht weiter für ihre Entführer kämpfen, also gegen uns, die Befreier ihrer Heimat. Die Blutgeschworenen sind für die Eroberung Alamigos unabdinglich. Wir können gerade hier keine Verluste riskieren. Terra und ich waren bei der Schlacht von Doma dabei. Lasst uns stattdessen versuchen, die Fera Domita zum Desertieren zu bewegen. Verfrühte Verluste sollten wir vermeiden, das stimmt. Wenn ihr euch sicher seid,
dass eure Argumente fruchten werden, dann versucht es. Redet mit den Wolfsleuten, aber falls ihr scheitert, schreiten wir ein. Vielen Dank, Pippin. Los, Tara, nach Norden. Wir haben nicht viel Zeit. So, damit hat Pippin jetzt sein neues Schwert und wir eine neue Aufgabe. Dann reisen wir doch schnell mal zu den Wölfen und mit unserem furchterregenden Chocobo-Krieger hier. Der wird Angst und Schrecken in den Herzen meiner Feinde sehen. Denn nichts ist furchtbarer als der Schokomoppel. Außer vielleicht eine Tara, die in die falsche Richtung reitet. Hier muss ich lang. So. Ah ja, Alfino ist schon einsatzbereit. Alfino, los geht's, oder? Lass uns hier warten. Es kann gut sein, dass wir keine Gelegenheit für Verhandlungen bekommen. Also halte die Waffe bereit. Ja. Da sind sie. Das müssen sie sein. Aus dem Weg! Oder ihr bezahlt mit eurem Leben. Bitte wartet. Wir sind nicht hier, um zu kämpfen. Wir haben eine Nachricht für euch. Zwingt mich nicht, ein Kind wie dich umzubringen. Ihr seid doch die Wolfsleute von Doma, nicht wahr? Die Galeer haben euch gezwungen, für sie zu kämpfen. Aber das müsst ihr nicht mehr. Doma ist frei. Jotsuya ist tot und die Galeer sind aus eurer Heimat vertrieben. Lügen! Wer sollte das vollbracht haben, was wir in all den Jahren nicht vermocht haben? Knaben wie du? Willst du dich etwa über Prinzieren erheben, Sohn von Kaien und regelmächtigen Erben von Doma? Nur er könnte unser Reich zur Freiheit führen. Doch wo ist er? Ihr müsst uns glauben. Doma ist frei. Aber die Galeer haben es euch verschwiegen. Es besteht kein Grund, unnötig Blut zu vergießen. Falls du die Wahrheit sprichst und unsere Familie in Sicherheit sind, gibt es tatsächlich keinen Grund für uns, gegen euch zu kämpfen. Aber falls eure Geschichte nur eine List der Allianz ist, werden die Galeer unsere Angehörigen für unsere Fahnenflucht zur Rechenschaft ziehen. Wenn ihr Doma tatsächlich befreit haben solltet, so müsst ihr über große Kräfte verfügen. Zeigt sie uns! Besiegt uns im Kampf! Na toll, das ist doch auch super. So, erstmal Brot ist drauf. Gleich ich das durchkrieg. Okay, dann einmal hier, einmal da. Dann, hopp, einmal Wind. Und dann konzentrieren wir uns auf einen. Bei der Ehre der Levier. So, einfach mal Sanctus spammen. Das müsste helfen. Zauber vernichten! So, dann gehen wir in die nächste Reihe. Oh. War das schon Beweis genug? Die einfachen Legionäre sind also keine Gegner für euch. Dann werde ich, Hakuro, selbst euch gegenübertreten. Du weißt schon, dass ich mich einfach hochheilen kann. Okay. Dotten wir dich einfach zu Tode. Hopp. Okay, ist ups. Da explodiert gleich was. Jetzt sollte ich mich mal hochhalten. Oh.
Okay, das ist jetzt mal ein interessantes Muster, was du da machst. Aber kein Problem. Wir docken dich einfach weiter zu. Soll das eure überlegene Kraft sein, ihr Befreier Domas? Hey, hey. Momentan hast du mehr Leben als ich verloren. Also das wollen wir nochmal festhalten. Ich bin halt ein Heiler, das dauert bei mir ein bisschen. Also krieg dich nicht auf. Ups. Da kommen. Ups. Hier ist es sicher. Punkt, glaube ich. Da ist ein Punkt. Da kann ich. Nein, da kann ich stehen. Läuft ja. Okay. Zeit für meinen Trumpf. Ja, mach mal Trumpf. Ein Trumpf ist gar nicht schlecht. Ich mach mal hier einen Heal-Bubble. Blau ist doch gut, oder? Ja, Karfunkel, mach ihm platt. Ich sollte mal wieder auch Beschwörer spielen. Macht auch Spaß. Aber ich habe ja in der letzten Folge gefragt, was für eine Klasse ich in nächster Zeit ein bisschen pushen soll. Und ich habe natürlich erst vor 10 Minuten die letzte Folge aufgenommen. Deshalb weiß ich noch nicht, wie eure Ergebnisse sind. Bin ich mal gespannt. Ihr könnt natürlich auch hier reinschreiben, welche Klasse ich in Zukunft weiterspielen soll. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Aber jetzt müssen wir uns erstmal hier um diesen Typen kümmern. Beschwörer hat natürlich zwei Vorteile. Ich habe nämlich auch gleichzeitig den Gelehrten hochgelevelt und habe damit zwei Klassen in einem. Wo kriegt man schon sowas? Zwei zum Preis von einem. Aber es kann natürlich sein, dass ihr auch lieber eine der neuen Klassen wie Samurai und Rotmeier eher sehen wollt. Mal, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, weil im Prinzip mache ich nichts anderes, als den momentan runterzudotten und seinen Angriffen auszuweichen. Deshalb kann ich da ein bisschen Werbung schreiben. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr überhaupt was in die Kommentare schreibt. Und dann kriege ich ja immer so ganz tolle Posts oder Kommentare, dass sich jemand da extrem groß, ganz doll immer auf die nächste Folge freut. Und das freut mich vor allem dann auch immer wieder. Und ja. Und natürlich, ihr wisst, Daumen und so weiter, das ist einfach das Brot eines jeden YouTubers. Da freut man sich auch immer. Aber Kommentare sind immer viel, viel besser. Und natürlich auch Tipps. Und ich bin auch echt froh, dass ich das immer sehr gut hier unter den Kommentaren zurückhält mit Spoilern und so weiter. Man sieht einfach, dass ja die Final Fantasy Community was ganz Besonderes ist. Und auch natürlich die Leute, die es einfach nur angucken, weil sie Final Fantasy vielleicht selbst nicht spielen oder so, aber eben von der Story so fasziniert sind. Finde ich auch mal toll. Upsala! Also über Vorschläge für die 300 bin ich auch ganz gespannt. Weil momentan fällt mir noch nicht ein, was wirklich so eine 300. Folge würdigen wird. Und ich meine, 300 Folgen für ein Let's Play, das ist schon was Besonderes. Also, das schafft man gerade nicht so oft. Das, was bis jetzt mein höchstes war, abseits von Final Fantasy 14, war, ich glaube, 120 Folgen beim Dragon Age oder sowas. Oder Mass Effect, das ist ein BioWare-Titel. Aber 300 Folgen, das, also, jetzt sind ja natürlich schon über 300 Folgen, wenn man die ganzen Specials mitzählt, aber in der regulären Kontinuität sind wir erst bei 300. Oder 291, glaube ich, sind wir jetzt gerade. Kann auch sein, dass ich mich gerade verzählt habe. So, gleich haben wir ihn. Gleich. Sollten wir uns mal wieder hochhalten. Ah, das ist genug. Ich will euch glauben. So, Hakuro, wie sieht's aus? Schließt euch an? Eure Kampfkunst ist bemerkenswert. Ihr müsst tatsächlich an der Seite der Samurai Domas gekämpft haben. Und ihr habt nicht versucht, uns das Leben zu nehmen. Ich werde euch glauben, so unglaublich eure Botschaft auch ist. Doma befreit! Es ist kaum zu fassen. Wie lange haben wir von diesem Tag geträumt? Euer Erstaunen ist verständlich. Lasst mich erzählen, was sich in Doma zugetragen hat. Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben, jemals zurückzukehren. Und jetzt begegnen wir hier Freunde von Yen. Aber Gott setzt zu Schicksal. Nein,
Lasst uns nicht trauern. Er hat seine Überzeugung gelebt und sein Ende in einem würdigen Kampf gefunden. Wir dagegen kämpfen für unsere Feinde. Aber ihr hattet keine Wahl. Wir können die Schande beklagen, dass wir uns mit Demütigung abgefunden hätten, unseren Unterdrückern zu dienen. Doch jetzt müssen wir uns erheben und den Willen des großen Samurai ausführen. Wir werden die Burg von Alamigo zurückkehren und den anderen Wolfsleuten von der Befreiung Domas berichten. Viele von uns sind Wachen in der Burg, und sobald eure Truppen dort eindringen, werden wir die Kehlen unserer Unterdrücker aufschlitzen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Vielen Dank, Hukaro, und seid vorsichtig. Wenn alles vorbei ist, könnt ihr endlich in eure Heimat zurückkehren. Puh, wir haben es geschafft, Tara. Lass uns Pippin sofort Bescheid sagen. Oh, das ist die furchterregendste Armee da. Ah, da seid ihr ja wieder. Habt ihr etwas erreichen können? Ja, ein Mann namens Hakuro hat Einsicht gezeigt. Wie wir vermuteten, wussten die Fere Domitee nichts von der Rückeroberung Domas. Er überbringt die Botschaft seinen Kameraden innerhalb der Burgmauern Alamigos und sagt ihnen, dass wir kein Blutvergießen wünschen. Ein Kampf gegen die Wolfswesen scheint also vermeidbar zu sein. Das sind gute Neuigkeiten. Dann können wir uns auf das Haupttor konzentrieren. Taumaturgen, vortreten! Eine Feuerattacke auf das Haupttor bringt es zum Glühen. Und jetzt Eisattacke. Schreckt das Tor ab. Geschütze vor! Zerstört das Tor! Verflucht! Magitek-Jäger! Ausgerechnet jetzt! Nun begleicht Doma seine Schuld. Kämpft, Brüder und Schwestern! So wie diese Leute für uns kämpften! Hien! Überlasst uns den Luftraum! Stürmt voran und erringt die Freiheit! Verstanden. Geschütze, Feuer frei! Brecht dieses verfluchte Tor auf! Wow. Aber jetzt erstmal mit allen reden hier. Lucia, was sagst du dazu? Die Galea hatten offensichtlich nicht damit gerechnet, dass jemand das Stadttor mit taumagischen Zaubern sprengen könnte. Dabei sollten sie doch gerade ein magieunfähiges Volk gegen magische Angriffe bewaffnen. Emmerik? Die Samurai aus Doma können es sogar im Luftkampf mit fliegenden Magitek-Kampfmaschinen aufnehmen. Unglaublich. Alfino? Nicht nur Yugiri, sogar Hien ist gekommen. Auban?
Wer immer Zenus zuerst findet, tötet ihn. Verstanden? Pippin? Dass uns die Domar im Kampf unterstützen würden. Dank ihnen ist der Weg für die Stürmung der Burg frei. Operation Ralgas Komet geht in die Endphase. Aber die Endphase kommt erst in der nächsten Folge.